In Butter und Weißwein gedünsteter frischer Lachs. Ui. Mit Blattspinat und Weißweinsoße. Wie das funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. Ich habe dort schon mal so ein bisschen Butter schmelzen lassen. Das sind ungefähr 80 Gramm gewesen. Und schau mal hier. Hier schneide ich schon mal so ein bisschen Knoblauch klein in feine Würfel. Und auch eine Zwiebel. Das sind die Basisgewürze für meinen frischen Blattspinat. Und den geben wir wie gewohnt zuallererst auf unsere Butter. Wenn du mit einer Hand, liebe Kamerafrau, da schon mal umrührst, wäre ich dir sehr dankbar. Kannst du das? Kannst du beide Sachen gleichzeitig? Na klar. Na klar. Guck mal, Carmen ist am Rühren. Und in der Zwischenzeit schneide ich hier meine Zwiebel in feine Würfel. Reicht schon, Carmen. Nur einmal ganz kurz. So, und wenn es hier wieder duftet nach frischem Knoblauch und warmer Butter, kommt dort unsere Zwiebel dazu. Das dünsten wir erst einmal kurz an. Und bevor wir den Spinat dazu geben, würze ich jetzt hier schon mal meine Butter und Zwiebelmischung mit ordentlich Salz für meine 500 Gramm frischen Spinat. Den Spinat habe ich übrigens zweimal gewaschen. Spinat, wenn der am Ende knirscht, da habt ihr keinen Spaß. So, und wenn das so aussieht, kommt der frisch gewaschene Spinat gleich da oben drauf. Und vom Waschen diese kleine Feuchtigkeit, das reicht uns vollkommen zum Dünsten. Das sieht ja jetzt mächtig aus, ne? Viel, oder? Das sieht richtig gewaltig aus. So, das rühren wir einmal durch. Du wirst sehen, dann fällt schon die Hälfte zusammen. So, frischer Blattspinat, Carmen. Ich liebe es. Also, guck mal hier. Als Kind mochte ich keinen Spinat. Naja, ich mochte als Kind auch noch kein Bier. So, Deckel drauf. So, der Spinat ist am dünnsten. Und auch hier fangen wir mit einem ordentlichen Stückchen Butter an. Und die Zwiebel ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Allerdings nehmen wir jetzt nur die Hälfte der Zwiebel. Einmal anschwitzen. Und auch hier, das wiederholt sich so ein bisschen, schon mal frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben. Ruhig ein bisschen kräftiger, weil das soll später auch unsere Soße werden. Und wenn wir das soweit haben, dann geben wir da 100 Milliliter Weißwein dazu, löschen das praktisch ab. Und jetzt haben wir da ja richtig viel Butter, ne, Carmen? Ja, und kennst du das? Butter beide Fische? Ja. Also, unsere beiden Fische hier, die legen wir jetzt da nur hinein. Auch mein Fisch nochmal ganz leicht gesalzen. Und diese kleine Flüssigkeit hier, da drinnen dünsten wir jetzt unseren Lachs. Da kann man die Kamera sehen. Und hier ist unser Blattspinat schon so ein bisschen zusammengefallen. Naja, ein bisschen. Das ist also ganz schön. Deutlich schlanker geworden, das Ganze. Da geben wir jetzt die obligatorische Muskatnuss obendrauf. Das sieht gut aus. Ich finde auch. Aber es ist eigentlich nur eine Portion für mich, wa? Das ist nur eine Portion für dich. Teil mit dir. Reine Dünstzeit 4 Minuten. Was sagst du zu unserem Bild? Ja, schön. Oder? Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Und man sieht so ganz leicht so diese weißen Ausspülungen von dem Eiweiß. Das ist ein gutes Zeichen, dass der Fisch gar ist. Jetzt nehmen wir den mal raus und jetzt halten wir den mal für wenige Minuten mal eben im Backofen bei 60 Grad warm. Wir haben ja jetzt hier unseren Dünstfond und da gebe ich 200 ml Sahne drauf. Das heißt, etwas mehr als 100 Milliliter Soße pro Person. Da ist ja nun alles drin, was ich brauche. Wir haben Salz, wir haben Zwiebel, wir haben Butter, wir haben den wunderbaren Fischgeschmack. Und das dicken wir jetzt nur mit ein bisschen Speisestärke an, sodass wir eine sämige Soße bekommen. Ich möchte jetzt bitte nicht nach 6 Jahren YouTube-Sendungen hören, dass diese Soße von ganz alleine dick geworden ist. Bitte nicht. Liebe Grüße an Edwin. Ja, liebe Grüße an Edwin nach Ehingen. Ja, genau. Unseren frischen Blattspinat geben wir schon mal auf den Teller. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig davon übrig geblieben ist, oder? 500 Gramm frischer Spinat und das ist unsere Ausbeute. Da richten wir jetzt den Lachs drauf an. So. Und jetzt den Lachs napieren. Napieren, wenn man so ein bisschen die Soße über den Fisch gibt. Magst du eigentlich Fisch? Ich mag sehr gerne Fisch. Carmen kommt nämlich auch von der Küste. Genau, von der Äste. Um genau zu sein. Mm. Hm?
Lecker. Wer ein schnelles Gericht braucht, ist hier, glaube ich, gut aufgehoben, oder? Das ist richtig lecker, wirklich. Weißweinreduktion? Nein, haben wir nicht. Wo ist denn mein Knoblauch geblieben? Hä? Kommt der frisch gewaschene Spinat, kommt ja. Ist der sehr schmutzig? Bisschen dick, ne? Über ein Däumchen hoch. Und ein Abo. Würden wir uns sehr freuen. Tschüss, ihr Lieben. Ich übe noch. Tschüss. Wir haben euch lieb. Ciao. Fertig? Ja. Ja, das war ja meine schnelle Nummer. Und wie lange brauchst du den Frühstück hier?